Warum ich für sie möchte arbeiten. Darf ich schnell in meinem Motivationsschreiben nachschauen? Heute geht es um die Frage, warum möchtest du bei uns arbeiten? Diese Frage gehört zum Standardrepertoire von jedem Recruiter. Ich persönlich frage immer, was hat sie am meisten an der Stelle angesprochen? Es gibt natürlich auch andere Fragen wie, was ist ihre Hauptmotivation für diese Stelle oder warum möchten sie zu uns kommen? Bei dieser Frage geht es darum, vor allem zwei Sachen herauszufinden. Erstens, wie realistisch ist deine Vorstellung vom Job? Wie bei schriftlichen Stellenausschreibung kann es immer sein, dass gewisse Missverständnisse entstehen. Also zum Beispiel ist deine Vorstellung vom Aufgabengebiet anders oder auch von den Voraussetzungen, die du mitbringen musst. Ein Geheimtipp. Nur weil der Stellentitel viel verspricht, heisst das nicht, dass das nachher wirklich der Fall ist. Zweitens wollen wir wissen, wie ernst du es meinst mit deiner Bewerbung. Weil wir wollen herausfinden, wie motiviert du für diesen Job bist, ob du diesen Job nur als Notlösung siehst oder als Sprungbrett brauchst. Wie bereitest du dich also auf die Frage vor? Überleg dir, was dich wirklich dazu bewegt hat, dich auf die Stelle zu bewerben. Und dann versetz dich in die Lage von deinem Gegenüber und frag dich, würde dir das als Antwort reichen? Ich habe gehört, sie zahlen so gut. Recherchiere die Firma und den Job genau und überleg dir, was dich besonders dabei anspricht. Übrigens haben wir auch ein Video, wie informiere ich mich richtig über einen Arbeitgeber, der dir dabei helfen könnte. Überleg dir, was dich begeistert und wie deine Fähigkeiten und Erfahrungen zur Firma und zum Job passen. Versuche, die wichtigsten Gründe in einer kurzen Antwort, ca. 30 Sekunden, zu verpacken und du es üben. Aber nicht auswendig lernen. Ich habe 8 Jahre Verkaufserfahrung und ein riesiges Netzwerk in der Region. Außerdem habe ich von Bekannten nur Gutes über ihre Firma gehört. Wie zum Beispiel über die Firmenkultur, dass den Leuten sehr viel Freiraum geben wird. Und unterm Strich habe ich das Gefühl, dass dieser Job mir extrem viel Spass machen wird. Wenn du es schaffst, deine Motivation glaubhaft überzubringen, dann hast du schon ganz viele Pluspunkte bei uns gesammelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Gespräch. Vielleicht möchtest du ja auch von uns arbeiten. Dann schau doch auf unserer Karriereseite vorbei. Vielleicht hat es dir ja etwas Spannendes für dich.